Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir uns einen dritten abstrakten Datentyp angucken, nämlich das sogenannte Wörterbuch. Ein Wörterbuch soll für uns etwas Dynamisches sein. Anders also als ein klassisches Wörterbuch, das wir aus dem Regal nehmen und in das wir nichts schreiben können, sollen unsere Wörterbücher so aufgebaut sein, dass wir in sie jederzeit etwas einfügen können. Daraus ergibt sich dann auch schon die erste Operation, die wir für unsere Wörterbücher haben wollen, nämlich eine Funktion Insert. Diese soll einen Schlüssel und einen Wert bekommen. Solche Paare aus Schlüsseln und Werten kennen wir schon. Sie sind uns schon mal im Zusammenhang mit Attributen begegnet. Und hier ist es ganz ähnlich. Nehmen wir an, wir wollten ein deutsch-englisches Wörterbuch haben. Der Schlüssel oder Key wäre dann das deutsche Wort und der englische Begriff dazu wäre entsprechend der Wert, der Value. Wir könnten das natürlich auch genau umgekehrt machen für ein englisch-deutsches Wörterbuch. Da wäre dann das englische Wort der Schlüssel, nach dem wir suchen, und der Value dazu wäre dann die deutsche Übersetzung. Solche Wörterbücher sind aber auch allgemeiner einsetzbar. Es könnte sich beispielsweise auch um ein Lexikon handeln. Ein Lexikon wäre dann eben so aufgebaut, dass der Schlüssel das Wort ist, unter dem wir den Eintrag im Lexikon finden würden. Und der Wert dazu wäre dann eben der gesamte Text, der zu diesem Stichwort im Lexikon steht. Oder vielleicht sogar ein noch komplexeres Objekt, das nicht nur aus Text besteht, sondern vielleicht sogar Bilder oder was auch sonst noch immer enthält. Das heißt also, die Schlüssel müssen einfach sein in dem Sinn, dass sie schnell durchsuchbar sind. Sie müssen vor allem vergleichbar sein. Dafür können wir beispielsweise Zeichenketten oder Zahlen nehmen. Unsere Werte aber können beliebig komplex sein. Sie können beliebige Objekte sein. Wir könnten also zum Beispiel ein Wörterbuch von den Studierenden unserer Universität verwalten. In diesem Fall würden wir dann eher von einer Liste als von einem Wörterbuch sprechen. Dann wären beispielsweise die Matrikelnummern die Schlüssel und alle Daten, die wir zu einem Studenten oder einer Studentin gespeichert haben, wären entsprechend der Wert zu diesem Schlüssel. Wir könnten beispielsweise auch ein Telefonbuch haben. In einem Telefonbuch wäre der Name der Schlüssel und die Telefonnummer dazu wäre der Wert. Da merken wir jetzt allerdings, dass wir ein kleines Problem haben. Der Schlüssel wäre nämlich nicht eindeutig. Es könnte ja mehrere Leute gleichen Namens geben. Und das kommt gar nicht mal so selten vor. Das ist natürlich etwas, was bei uns nicht zulässig ist. Der Schlüssel muss eindeutig sein. So verlangen wir das in unseren Wörterbüchern. Jeder Schlüssel darf nur genau einmal im Wörterbuch vorkommen. Man kann modifizierte Wörterbücher schreiben, die es erlauben, dass ein Schlüssel mehrfach vorkommen darf. Das machen wir hier aber nicht. Wir wollen uns das Leben ein bisschen einfacher machen, sodass unser Schlüssel immer eindeutig sein muss. Eben wie beispielsweise die Matrikelnummern oder, wenn wir beispielsweise einen Online-Shop hätten, könnten wir Produktnummern verwenden. Diese Produktnummern wären dann der eindeutige Schlüssel, der Wert dazu wäre die komplette Produktbeschreibung und vielleicht nicht nur die Beschreibung, sondern auch noch ein Bild und Kundenbewertungen und was weiß ich noch alles. Unsere Werte können also beliebige Komplexität erlangen. Wenn wir etwas in unser Wörterbuch einfügen wollen, müssen wir natürlich festlegen, unter welchem Schlüssel unser Objekt, das wir da jetzt haben, abgespeichert werden soll und was der Wert ist, der dazugehört. Was unsere Werte sind, lassen wir wie gesagt offen. Das ist einer der Gründe, warum es sich bei diesem Wörterbuch um einen abstrakten Datentyp handelt. Wir sagen also nicht, was für Objekte wir hier speichern wollen. Beliebige Werte sollen das sein. Was wir auch im Moment nicht vorsehen wollen, ist, dass wir den Wert zu einem Schlüssel aktualisieren können. Zu dem Zweck könnte man noch eine zusätzliche Methode Update einführen, die es dann beispielsweise erlauben würde, dass wir einen Eintrag nachträglich modifizieren, also beispielsweise den Preis eines Produkts ändern oder den Namen einer Person. Das wollen wir hier nicht machen, wir machen es uns wie gesagt relativ einfach. Wir wollen nur neue Objekte unter einem gegebenen Schlüssel einfügen und wir wollen sie nachschlagen können. Nehmen wir also einmal den einfachen Fall eines wirklichen Wörterbuchs, in dem wir deutsche Begriffe nachschlagen und die englischen Übersetzungen dazu herausfinden können. Die Methode Insert, die wir hier als erstes betrachten, müssten wir dann dementsprechend so aufbauen, dass wir an Insert zwei Zeichenketten übergeben, nämlich zuerst als Schlüssel das deutsche Wort und als Wert dann das entsprechende englische Wort, jeweils als Zeichenkette. So sollte dann mit Insert unser Wort oder unser Eintrag, sollte ich vielleicht allgemeiner sagen, in unser Wörterbuch eingefügt werden. Wir wollen natürlich auch in der Lage sein, zu einem gegebenen Schlüssel den entsprechenden Wert wieder aus dem Wörterbuch auszulesen. Es wäre ja dumm, wenn man nur Sachen in das Wörterbuch einfügen, aber nie wieder nachschlagen könnte. Der Sinn eines Wörterbuchs ist ja vor allem, dass wir etwas nachschlagen können. Wir wollen also bei unserem Beispiel eines richtigen Deutsch-Englisch-Wörterbuchs eben den deutschen Wert eingeben. Sagen wir, wir suchen jetzt zu dem Wort Hirsch beispielsweise die Übersetzung. Dann soll das Wörterbuch natürlich entsprechend die englische Übersetzung zurückliefern. Oder allgemeiner gesprochen, zu einem gesuchten Schlüssel soll der entsprechende Eintrag geliefert werden. Zu einer Matrikelnummer, das entsprechende Studentenobjekt, zu einer ISBN-Nummer, das entsprechende Buchobjekt, zu einer Bestellnummer, das entsprechende Produkt oder was auch immer wir in unserem Wörterbuch gespeichert haben. Der Wert sollte also zurückkommen. Unsere Methode Lookup zum Nachschlagen muss also einen Rückgabewert liefern und der Rückgabewert soll der Wert sein, den wir zu diesem Schlüssel im Wörterbuch gespeichert haben.
Auch die Methode Insert wollen wir übrigens mit einem Rückgabewert versehen. Sie soll nämlich True zurückgeben, wenn das Einfügen geklappt hat und False, wenn es nicht geklappt hat. Und klappen soll das immer genau dann, wenn zu dem Schlüssel noch kein Eintrag vorhanden ist. Das bedeutet also, dass wir mit dem Insert auch feststellen können, ob ein Wort schon enthalten war. Dann durften wir sie nicht erneut einfügen, weil ein Schlüssel ja wie gesagt nur einmal vorkommen darf. Wenn wir diese Prüfung nicht machen würden, wäre es an dieser Stelle ein bisschen einfacher, dafür aber an anderer Stelle komplizierter. Wir wollen daher diese Prüfung machen. Das heißt, wir überprüfen grundsätzlich erst einmal, ob das Wort schon enthalten ist, ob also ein entsprechender Schlüssel schon vorhanden ist. Wenn das der Fall ist, erlauben wir das Einfügen nicht. Ansonsten erlauben wir es und geben das auch nach außen als Rückmeldung zurück, indem wir den Rückgabewert True bei Erfolg zurückgeben oder False, wenn das Element nicht eingefügt werden konnte, weil zu dem Schlüssel bereits ein Eintrag vorhanden ist. Lookup, wie gesagt, erhält einen Schlüssel als Parameter und gibt dann entsprechend den Wert dazu zurück. Dann haben wir noch eine dritte Methode, die wir umsetzen wollen. Das ist die Methode Remove, mit der wir ein Wort aus dem Wörterbuch löschen können, also einen Eintrag aus dem Wörterbuch entfernen. Nehmen wir wieder das Beispiel eines Produktkatalogs. Wenn das Produkt nicht mehr bei uns existiert, weil wir es nicht mehr anbieten, dann wollen wir es aus unserem Katalog entfernen. Oder ein Student oder eine Studentin an unserer Universität wird exmatrikuliert, weil er oder sie zum Beispiel den Abschluss geschafft hat und dann natürlich anschließend nicht mehr Mitglied der Universität ist. Dann muss er oder sie also aus den entsprechenden Listen gelöscht werden. Und das ist genau das, was wir mit Remove machen. Auch dieser Methode übergeben wir natürlich nur einen Schlüssel, also beim Studenten bzw. der Studentin die Matrikelnummer. Und dann würde das entsprechende Objekt gelöscht werden. Das kann offenbar nur gelingen, wenn der Eintrag auch tatsächlich vorhanden ist. Und dann gibt die Methode True zurück, weil es in diesem Fall wirklich gelungen ist, dieses Element zu entfernen. Wenn es dagegen nicht gelingt, weil nämlich beispielsweise der Schlüssel gar nicht im Wörterbuch enthalten war, also der Student bzw. die Studentin schon gar nicht mehr in unserer Liste drin war, oder wir eine zufällig geratene Matrikelnummer verwendet haben, die es aber gar nicht gibt, dann würde unsere Methode Remove entsprechend False zurückgeben und auch hier feststellen, ob unsere Aktion erfolgreich war. Wir werden später noch eine vierte Methode dazu haben wollen, nämlich eine Methode toString, die das komplette Wörterbuch ausgibt. Aber darum kümmern wir uns später. Auf diese Art und Weise können wir dann also diese ganzen Operationen durchführen. Und auch wenn das erst einmal sehr eingeschränkt klingt, haben wir mit diesem Wörterbuch schon ein sehr umfangreiches Anwendungsspektrum. Man kann also schon eine ganze Menge mit einem solchen doch recht einfachen Ding machen. Deshalb wollen wir uns dieses Ding jetzt genauer angucken. Wenn wir das nun praktisch umsetzen und ausprobieren wollen, müssen wir uns einmal kurz Gedanken machen, auch wenn uns das hier eigentlich nur am Rande interessiert, was wir denn tatsächlich hier in unseren Wörterbüchern speichern wollen. Und das können, wie gerade schon beschrieben, verschiedenste Dinge sein. Wir machen es uns hier ganz einfach. Unsere Wörter sollen tatsächlich Wörter sein, also Übersetzungen von deutschen Wörtern in englische Wörter. Unsere Wörter sind daher einfach so aufgebaut, dass sie zwei Komponenten haben, nämlich ein Wort, ein deutsches, als Schlüssel und ein Wort, ein englisches, als Wert. Man kann sich das also im Grunde so vorstellen, wie das hier rechts auf der Folie zu sehen ist, also wie ein Doppelkästchen, bei dem ich hier in Fett gedruckt oben den Schlüssel stehen habe und als Wert darunter die entsprechende englische Übersetzung. So zumindest kann man sich das vorstellen. Intern ist dann natürlich nicht als Kästchen gespeichert, sondern wir haben ein Wortobjekt mit zwei Eigenschaften und das sehen wir hier links in unserem Quelltext. Die Klasse Word hat einen Konstruktor, dem wir einen Schlüssel und einen Wert übergeben können. Wir würden also dann beispielsweise Hirsch und Deer übergeben. Diese beiden Werte werden dann in den Eigenschaften Key und Value gespeichert, der erste Parameter als Key, der zweite als Value. Unsere Wörter verfügen außerdem über eine Methode toString, mit der sie sich ausgeben können. Wir machen es uns hier wieder ganz einfach. Sie geben sich einfach als Absätze aus. So können wir dann später einfach einzelne Wörter oder auch das ganze Wörterbuch ausgeben. Jedes Wort steht dann in einem eigenen Absatz, in dem zunächst der Schlüssel steht, also das deutsche Wort, dann ein Doppelpunkt und dahinter dann der Wert, also die englische Übersetzung zu diesem Wort. Bei diesem Beispielwort würde also Hirsch, Doppelpunkt, Deer als Absatz auf unserer Webseite ausgegeben werden, wenn wir diese Methode aufrufen. Wir können dann, wie wir das ganz unten auf der Folie im Beispiel sehen, mit New Word in Klammern dann Hirsch und Deer oder New Word Feuerwehr 112 beispielsweise einen entsprechenden Wörterbucheintrag bzw. Telefonbucheintrag vornehmen. Komplizierter sind unsere Objekte hier nicht. Wir könnten aber, wie gesagt, auch ganz andere Dinge haben, viel komplexere Objekte. Und dann tatsächlich würde das alles, was wir hier gleich machen, werden sogar auch funktionieren, wenn wir unsere Buchobjekte vom letzten Mal als Werte einsetzen würden. Das könnten wir hier deshalb machen, weil auch diese Buchobjekte ja wissen, wie sie sich als Zeichenkette ausgeben würden. Wir müssen das ein kleines bisschen modifizieren, weil wir da mit Tabellen gearbeitet haben, aber das ist gar nicht so kompliziert. Wir wären relativ schnell dabei, dass wir auch einen Buchkatalog beispielsweise haben könnten. Da müssten wir uns nur überlegen, was wir als Schlüssel verwenden würden. Das könnten zum Beispiel ISBN-Nummern sein, die genau zu einem solchen Zweck erfunden worden sind. So einfach sehen also unsere Wörter aus.
Und jetzt können wir die Wörter in ein Wörterbuch schreiben. Wörterbuch heißt auf Englisch Dictionary und deshalb nennen wir unseren abstrakten Datentyp auch so. Auch für das Dictionary benötigen wir natürlich einen Konstruktor. Und wenn wir ein neues Wörterbuch erstellen wollen mit New Dictionary und das dann in einer Variablen speichern, let d gleich New Dictionary beispielsweise, könnten wir zunächst ein leeres Wörterbuch erzeugen. Und bei diesem Wörterbuch machen wir das ähnlich, wie wir das in den letzten beiden Videos gesehen haben. Wir haben eine interne Eigenschaft, die wir wieder Data nennen. Die soll wieder nur intern verwendet werden. Von außen wird man keinen Zugriff auf sie verwenden wollen. Man bräuchte da ein spezielles Konstrukt, mit dem wir uns hier nicht beschäftigen wollen, um einen solchen Zugriff auch tatsächlich zu unterbinden. Hier ist es zwar theoretisch möglich, auf die Eigenschaft Data zuzugreifen, aber wir wollen das auch hier wieder nicht tun. Wir wollen nur mit den Methoden, die wir für das Dictionary gleich noch definieren werden, darauf zugreifen. In der nächsten Woche werden wir uns diese interne Datenstruktur noch einmal genauer angucken. Da werden wir uns angucken, was die hier von mir gewählte Variante, nämlich ein Array zu verwenden, für Nachteile hat. Und wir werden sie dann durch eine komplett andere Datenstruktur ersetzen, ohne dass sich aber an dem Dictionary nach außen hin etwas ändert. Das heißt, dass sich unsere Abstraktion, die wir in dem Datentyp vornehmen, dann noch einmal zeigen wird, da wir nämlich die interne Struktur dieses Datentyps zunächst einmal eigentlich gar nicht festgelegt haben. Erst in dem Moment, in dem wir ihn implementieren wollen, und das ist der Punkt, an dem wir gerade stehen, müssen wir uns überlegen, wie wir das konkret machen möchten. Hier verwenden wir, wie gesagt, ein Array. Und dann können wir uns das so vorstellen, wie ich das da rechts schon einmal angefangen habe hinzumalen. Das können wir hier jetzt zunächst einmal zum Beispiel für das erste Tier machen. Wenn wir jetzt ein weiteres Tier einfügen, würde das entsprechend hinten dran geschrieben werden. Wir können dann ein drittes Tier einfügen und dann fügen wir noch ein viertes Wort hinten an. Hier sind das immer Tiere, also immer deutsch-englische Wortpaare von Tieren, aber das ist natürlich nur mehr oder weniger zufällig so. Wenn wir hier nun den Hasen einfügen, sehen wir allerdings auch, dass unser Dictionary eine kleine Merkwürdigkeit aufweist. Es ist nämlich nicht sortiert. Wir fügen die Elemente einfach immer hinten an. Die Einträge sind also nicht alphabetisch sortiert, wie wir das normalerweise von einem Wörterbuch erwarten würden. Warum? Nun, das Einfügen würde viel komplizierter werden, wenn wir das machen würden. Zum Nachschlagen hätte das allerdings auch gewisse Vorteile. Das gucken wir uns aber später nochmal an. Für den Augenblick machen wir es einfach so, dass wir immer, wenn wir ein neues Wort haben, dieses einfach hinten anfügen. Und jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wie wir diese Methoden umsetzen können. Also die Methoden Lookup, Insert, Remove und ToString. Ich beginne mit der Methode Insert. Wir wollen uns also überlegen, wie wir zunächst einmal ein neues Wort in unser Wörterbuch einfügen. Nun, das funktioniert so, dass wir einen Key und einen Value übergeben bekommen, also Hirsch und Deer beispielsweise, als deutsches und als englisches Wort. Das sind unsere beiden Parameter. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen zunächst einmal überprüfen, ob das Wort schon in unserem Wörterbuch vorhanden ist. Dafür können wir die Methode Lookup verwenden. Die werden wir noch schreiben müssen. Zum Glück verfügt unser Wörterbuch ja über eine solche Methode, aber noch haben wir sie nicht. Trotzdem, wir sind ja vorausschauend, wir wissen, dass wir diese Methode gleich noch schreiben werden wir die hier verwenden. Wir wissen auch schon, das hatten wir schon festgelegt, dass die Methode Lookup den Wert False zurückliefern wird, wenn der Schlüssel nicht im Wörterbuch enthalten ist. Das heißt also, wenn this.lookup für den Schlüssel, den wir gerade übergeben bekommen haben, gleich false ist, dann wissen wir, dass in unserem Wörterbuch bislang kein entsprechendes Wort unter diesem Schlüssel gespeichert ist. Und das bedeutet, wir können dieses Wort nun selber bedenkenlos einfügen. Dafür bauen wir ein neues Wortobjekt zusammen mit newWordKeyValue. Key und Value haben wir hier als Parameter übergeben bekommen. Bauen wir jetzt ein Wortobjekt zusammen. Und dieses Wortobjekt fügen wir dann wo ein? Naja, in unsere interne Datenstruktur natürlich. Unsere interne Datenstruktur ist im Moment ein Array und an ein Array können wir einfach hinten etwas anfügen, indem wir die Methode push für dieses Array aufrufen. Dieses interne Array heißt this.data. Dann schreiben wir dahinter .push und übergeben dem als Parameter unser Wort, das wir gerade mit New World Key Value erzeugt haben. Wir hätten dieses Wort auch erst in einer lokalen Variablen in der Methode speichern können und dann diese Variable an this.data.push übergeben. Aber so ist es kürzer und funktioniert mindestens genauso gut. Mit dieser einen Zeile sorgen wir also dafür, dass ein neues Wortobjekt erzeugt wird und dieses Wortobjekt in das Array eingefügt wird, und zwar an die hinterste Stelle. Anschließend wissen wir, dass das funktioniert hat und deshalb können wir jetzt true zurückgeben und sind fertig. Wenn hingegen this.lookup von key nicht false ist, also true ist, dann muss das Insert umgekehrt aber false zurückgeben. Denn wenn das Objekt schon im Wörterbuch gefunden wurde, ein Eintrag mit dem entsprechenden Schlüssel also schon vorhanden ist, dann bedeutet das, dass wir auf keinen Fall den neuen Wert einfügen dürfen. Und wenn wir das übergebene Wort nicht einfügen, so hatten wir gesagt, dann soll Insert den Wert false zurückliefern. Auf diese Art und Weise haben wir also jetzt sichergestellt, dass ein neues Wort eingefügt wurde, wenn es zu dem entsprechenden Schlüssel noch kein Wort gab. Wir geben in dem Fall true zurück, wenn das funktioniert hat. Und wir geben false zurück, wenn das nicht funktioniert hat.
Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir die Methode Lookup implementieren. Wie gucken wir denn jetzt bitte schön nach, ob ein Wort in diesem Wörterbuch schon enthalten ist? Gut, da bleibt uns gar nichts anderes übrig, als unsere interne Datenstruktur zu durchsuchen. Im Augenblick ist das ein Array und so müssen wir denn das interne Array von vorne bis hinten durchlaufen, denn wir haben ja keine Ahnung, wo in diesem Array der Hirsch vielleicht stehen könnte. Als ich eben den Hirsch eingefügt habe, war das Wörterbuch ja noch sehr klein. Aber nehmen wir zum Beispiel den Hasen. Als der eingefügt wurde, da wussten wir nicht, wo wir suchen sollen. Wir können ja nicht sagen, dass wir am Anfang gucken müssten oder in der Mitte oder am Ende. Wir haben ja keine Ahnung, wie das Wörterbuch aufgebaut ist. Es ist ja unsortiert. Beziehungsweise die Wörter stehen in der Reihenfolge darin, in der die Wörter eingefügt wurden. Wir haben also keine andere Wahl als das, was wir bislang auch schon immer gemacht haben. Also wenn wir beispielsweise ein bestimmtes Element in der Bücherliste gesucht haben, die wir neulich umgesetzt haben. Auch da mussten wir immer das komplette Array von vorne bis hinten durchlaufen. Das hat gewisse Nachteile und ist oft nicht geschickt, aber bislang hatten wir uns da nie einen Kopf drum gemacht. Und so, wie wir hier jetzt angefangen haben, haben wir erst einmal gar nicht viele Möglichkeiten, das anders zu machen. Aber das werden wir, wie gesagt, noch thematisieren. Wir machen es also wieder ähnlich, wie wir das neulich bei den Bücherlisten gesehen haben. Genau wie dort nehmen wir uns eine Schleife her, die, wie wir das nun wahrlich schon oft gesehen haben, von 0 losläuft und dann durch das gesamte Array läuft. Wie lang ist das Array? Das interne Array heißt this.data, das hat length viele Elemente. Also läuft die Schleife, solange unser Index i kleiner als this.data.length ist und wir erhöhen i in jeder Runde um 1. In der Schleife überprüfen wir in einer Abfrage, if-Abfrage jeweils, ob der Key, den wir als Parameter übergeben bekommen haben, identisch ist mit dem Key des gerade betrachteten Elements im Array. Das heißt, wenn wir beispielsweise den Hasen suchen, gucken wir als erstes das nullte Element an. Das ist der Hirsch gewesen. Ist das deutsche Wort Hirsch zufälligerweise identisch zu Hase? Haben wir also den gesuchten Schlüssel gefunden? Das ist natürlich nicht der Fall. Also gucken wir uns das nächste Wort an. Das ist das Schaf. Dann der Wal und so weiter, bis wir irgendwann beim Hasen angekommen sind. Und wenn die beiden Wörter übereinstimmen, also der übergebene Schlüssel, Hase, mit dem Schlüssel unseres gerade betrachteten Wörterbucheintrags übereinstimmt, Hase, dann wissen wir in dem Moment, dass wir jetzt den richtigen Schlüssel, das richtige Wort gefunden haben und können den Wert, das entsprechende englische Wort dazu, das ja im Value dieses Array-Elements gespeichert ist, zurückgeben. Unsere Methode Lookup liefert in diesem Fall also this.data an der Stelle i.value zurück. Wir erhalten also die englische Übersetzung zum Hasen. Wenn wir dagegen niemals eine Übereinstimmung finden, dann läuft unsere Schleife bis zum Ende durch. Wir haben nie eine Übereinstimmung gefunden und wir wissen also, dass der gesuchte Schlüssel nicht im Array enthalten war. Und in diesem Fall geben wir false zurück, weil wir ja nun sagen können, tut mir leid, zu dem Schlüssel haben wir keinen Eintrag gefunden. Und das ist genau das, was Lookup machen sollte. In diesem Fall soll die Methode false zurückgeben. Wenden wir uns jetzt dem Löschen von Einträgen zu. Wie können wir das machen? Wie können wir einzelne Wörter aus dem Wörterbuch entfernen? Wir sehen schon, dass der Code einigermaßen kompliziert ist. Woran liegt das? Nun, wir hatten neulich ja schon bei einem Beispiel einmal diesen Effekt, dass wenn wir aus einer Liste beispielsweise, also aus einem Array, irgendwo mittendrin etwas herauslöschen, Lücken in diesem Ding entstehen. Das möchte ich hier bei einem Wörterbuch vermeiden. Deshalb verwenden wir folgenden Trick, den ich da oben mit diesem kleinen Diagramm, das ich da aufgemalt habe, illustrieren möchte. Nehmen wir an, dass wir aus dem Beispielwörterbuch von eben den Wal löschen wollen. Unsere Methode kriegt also wieder einen Schlüssel übergeben, zum Beispiel Wal. Wir müssen jetzt wieder unser Array durchsuchen, bis wir das entsprechende Element gefunden haben. In unserem Beispiel befand sich dieser Eintrag an der dritten Stelle des Arrays. Es soll also das dritte Element gelöscht werden. Jetzt könnten wir es theoretisch einfach entfernen und dann nichts hineinschreiben. Dann haben wir aber hier ein undefiniertes Element mitten in unserem Wörterbuch, hätten also sozusagen ein Loch darin, wenn man so möchte. Das möchten wir vermeiden. Und deshalb gehen wir kurzerhand so vor, dass wir einfach das letzte Element nehmen und es an diese Stelle packen. Das letzte Element müssen wir dann natürlich löschen, damit es nicht zweimal im Wörterbuch steht. Das darf nicht sein. Das letzte Element wird also in die gerade frei gewordene Stelle hinein verschoben. Und wenn wir das so machen, vermeiden wir, dass ein Loch in unserem Array entsteht. Jetzt kommt allerdings noch eine kleine zusätzliche Komplikation. Was machen wir denn, wenn ausgerechnet das letzte Element gelöscht werden soll? Dann funktioniert der Mechanismus so nicht. Denn dann darf das letzte Element ja nicht woanders hin verschoben werden oder genauer gesagt auf sich selbst verschoben werden. Schaut euch den Code mal genau an und spielt das mal auf Papier durch. In diesem Fall müssen wir direkt das letzte Element löschen und dann nichts weitermachen. Und das macht diese Methode Remove jetzt ein kleines bisschen kompliziert. Das solltet ihr euch einmal ganz detailliert auf den Hirnwindungen zergehen lassen. Was machen wir also nun der Reihe nach? Wir bekommen einen Schlüssel übergeben, Wahl beispielsweise. Jetzt laufen wir wieder durch unser Array, genau wie wir das eben bei der Methode Lookup gemacht haben. Wir machen fast genau das Gleiche, nur können wir die Methode Lookup hier nicht verwenden, weil die uns nicht sagt, an welcher Stelle wir das Element gefunden haben, wenn wir es denn finden. Sie sagt uns nur, ich habe es gefunden und gibt dann den entsprechenden englischen Begriff zurück. Oder sie sagt einfach, ich habe es nicht gefunden.
Hier brauchen wir aber jetzt die Position, an der wir das Element gefunden haben. Deshalb müssen wir hier im Grunde genommen dasselbe wie eben bei dem Lookup noch einmal machen, nur dass wir innerhalb der if-Abfrage, in dem Fall, dass wir das Element gefunden haben, nun etwas anderes tun. Wir laufen also wieder durch unser Array for let i gleich 0, i kleiner this.data.length, i plus plus. Das komplette Array wird also von vorne bis hinten durchlaufen. Wir überprüfen in jeder Runde, ob der Schlüssel, den wir übergeben bekommen haben, übereinstimmt mit dem Schlüssel des gerade betrachteten Objekts. Soweit also alles wie eben. Wenn wir den gesuchten Schlüssel, also das gesuchte Element, gefunden haben, müssen wir einmal überprüfen, ob wir uns nicht an der letzten Stelle befinden. Wir prüfen also if i kleiner this.data.length minus 1. Wenn wir uns also nicht beim letzten Element befinden, das ist die Situation, wie sie in dem Bild oben dargestellt ist, sondern irgendwo mittendrin, nehmen wir das letzte Element in unserem Array. Wir wissen, dass wir das kriegen mit this.data.pop. Die Methode pop des Arrays liefert uns das letzte Element des Arrays und entfernt es aus ihm. Jetzt haben wir es quasi in der Hand. Und was machen wir mit dem Element? Das stecken wir jetzt genau an die aktuelle Position, an der wir gerade stehen. This.data an der Stelle i wird also dieses letzte Element zugewiesen. Wir brauchen keine neuen Wörter zu erzeugen, sondern wir nehmen einfach das Wortobjekt, das wir dort an der letzten Stelle des Arrays gefunden haben, und verschieben es an diese Position. Das haben wir mit dieser Anweisung erreicht. Jetzt müssen wir uns noch den else-Fall angucken. Wenn also i gleich this.data.length minus 1 ist, größer als dieser Wert kann i nie werden, dafür sorgt unsere Vorschleife ja. I wird niemals größer als this.data.length minus 1 sein. Wenn i also gleich diesem Wert ist, dann kommen wir in diesen zweiten Zweig hinein. Und dann machen wir einfach nur this.data.pop. Das heißt, wir entfernen einfach nur das letzte Element. Wir wollen das gar nicht zurückgeben und damit irgendetwas machen, sondern lassen das Element, das die Methode pop des Arrays zurückgibt, einfach verpuffen. Das Wort verschwindet, es ist nicht mehr im Wörterbuch enthalten. In beiden Fällen folgt anschließend die Anweisung return true, denn wir haben ja in beiden Fällen erfolgreich das gewünschte Element entfernt. Gucken wir uns das Ganze jetzt noch einmal von innen nach außen an. Ganz innen haben wir also diese if-Abfrage mit dem else-Zweig. Diese Abfrage überprüfte nur, ob es sich bei dem gefundenen Element um das letzte Element des Arrays handelt oder nicht, also ein inneres Element sozusagen. In jedem dieser beiden Fälle können wir das Element entfernen, müssen dabei aber etwas unterschiedlich vorgehen. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass wir einen Schlüssel gefunden haben, der mit dem Schlüssel des aktuell betrachteten Elements übereinstimmt. Das ist die äußere if-Abfrage gewesen. If key gleich this.data an der Stelle i.key. Wenn das also übereinstimmte, können wir auf jeden Fall das Element entfernen und dazu gehört jetzt entsprechend diese Anweisung return true, die wir hier sehen. Wir geben also genau in diesem Fall true zurück, sagen also, ja, das Element konnte entfernt werden. Mit der Anweisung return true endet auch die Ausführung dieser Methode. Sobald wir ein return erreicht haben, wird die Abarbeitung einer Funktion oder Methode abgebrochen und wir gehen an die aufrufende Stelle zurück. Die Kontrolle ist also wieder an der aufrufenden Stelle, beispielsweise im Hauptprogramm oder von wo auch immer wir aufgerufen worden sind. Zu der Anweisung return false, die ganz unten als allerletztes noch außerhalb der For-Schleife steht, kommen wir immer nur dann, wenn wir das komplette Array von vorne bis hinten durchlaufen haben und niemals eine Übereinstimmung des gesuchten Schlüssels mit dem Schlüssel eines Eintrags gefunden haben. Wenn es irgendwann eine Übereinstimmung gegeben hätte, wären wir irgendwann bei dem return true angekommen und hätten die Ausführung der Methode beendet. Nur wenn es sie nicht gibt, kommen wir bei dem return false an. Und das heißt also, dass in dem Fall unsere Methode remove entsprechend den Wert false zurückliefert, also zurückmeldet, dass das Element nicht entfernt werden konnte, weil es kein Element mit dem entsprechenden Schlüssel dazu gab. Bleibt zu guter Letzt noch die Methode toString, die ich gerne umsetzen wollte. Die gehört, wie gesagt, streng genommen nicht zu dem Wörterbuch dazu, aber auch die wollte ich hier gerne einmal zeigen. Wir wollen einmal das komplette Wörterbuch ausgeben können. Wie machen wir das? Nun, ähnlich wie wir das schon mehrfach an anderer Stelle gesehen haben. Wir müssen im Prinzip nur unser komplettes Array von vorne bis hinten durchlaufen. Wir bauen uns in einer Ergebnisvariable, die ich hier Result genannt habe, einfach eine Zeichenkette zusammen. Wir initialisieren die Variable Result zunächst mit der leeren Zeichenkette. Wir durchlaufen das Array dann wie üblich von vorne bis hinten. Das ist unsere Schleife, die wir da wie so oft haben, und hängen jeweils das aktuelle Element an. Das aktuelle Element ist jeweils ein Wortobjekt und wie sich ein Wortobjekt ausgibt, hatten wir vorhin schon gesehen, nämlich als Absatz in der Form deutsches Wort, Doppelpunkt, englisches Wort. So werden also alle Wörter nacheinander angefügt und das Ganze als Zeichenkette zurückgegeben. Was wir an dieser Stelle allerdings auch schon sehen, ist, dass wir ein unsortiertes Wörterbuch zurückbekommen. Das ist für den Benutzer gar nicht schön. Wenn wir das anders haben wollten, müssen wir uns jetzt erst noch irgendwie ein paar Gedanken dazu machen, wie man ein solches Wörterbuch vielleicht auch sortieren könnte. Das machen wir aber nicht an dieser Stelle.
Die Gedanken, die ich mir an dieser Stelle gerne noch machen möchte, betreffen die Frage, wie denn eigentlich das Laufzeitverhalten dieses Wörterbuchs aussieht. Wie aufwendig ist denn das eigentlich, was wir da machen? Überlegen wir dazu einmal, was wir für die einzelnen Operationen machen müssen. Zunächst einmal für das Einfügen eines neuen Wortes. Was wir machen müssen, ist, dass wir, und das klingt zunächst sehr einfach, das neue Element nur hinten an das Array anhängen, indem wir die Methode push für das interne Array aufrufen. Aber tatsächlich ist es so einfach nicht. Wir müssen ja erst einmal nachgucken, ob das Wort irgendwo in unserem Wörterbuch schon vorhanden ist. Das heißt, wir müssen erst einmal das komplette Wörterbuch von vorne bis hinten durchlaufen, im schlimmsten Fall. Im günstigsten Fall finden wir das Wort schon ganz vorne, aber im schlimmsten Fall finden wir das Wort erst an der allerletzten Stelle und stellen fest, ach, das Wort ist ja schon im Wörterbuch. Der Schlüssel ist also schon vorhanden, dann können wir es nicht einfügen. Das heißt, wir durchlaufen im ungünstigsten Fall erst einmal das komplette Array und können dann erst sagen, so, jetzt können wir es einfügen. Dann hängen wir es hinten an das Array an. Und das eigentliche Einfügen selber ist dann gar nicht mehr kompliziert und geht ganz schnell. Aber das Nachschlagen am Anfang, ob der Schlüssel schon im Wörterbuch vorhanden ist, das ist genau das, was es sehr aufwendig macht. Und wenn wir sehr große Wörterbücher haben, stellen wir uns jetzt nicht irgendwie ein Wörterbuch mit 10 Einträgen vor, sondern stellen wir uns vor, unser Wörterbuch besteht aus 1 Million Einträgen, dann bedeutet das, dass wir 1 Million Schritte benötigen, bis wir dann tatsächlich erstmal sagen können, ja, das Wort können wir einfügen, es ist okay, es gibt noch kein Wort mit diesem Schlüssel. Erst dann können wir mit dem Einfügeprozess beginnen, der ist dann in 0, nichts erledigt. Da müssen wir nur einmal hinten an das Array ein Element anfügen und das geht sehr schnell. Die Wortsuche, das ist die zweite Methode, die wir eben geschrieben haben, die ist damit also das eigentliche Problem, weil wir das ganze Ding, das ganze Array von vorne bis hinten durchlaufen müssen. Das hatten wir bei dem Lookup auch gesehen. Auch da müssen wir alles von vorne nach hinten durchsuchen. Der Methode Insert sah man das nicht so direkt an, weil dort gar keine Schleife vorkam. Aber wenn wir genauer hinsehen, finden wir natürlich den Aufruf von Lookup und wir wissen dann, dass wir dessen Laufzeit mit berücksichtigen müssen. Wir könnten also jeweils dafür sorgen, dass wir, wenn wir ein neues Wort in unser Wörterbuch einfügen, das komplette Wörterbuch immer sofort sortieren. Dann könnten wir uns ein clevereres Verfahren für das Lookup ausdenken. Allerdings ist das Sortieren ebenfalls sehr aufwendig. Unter bestimmten Umständen kann sich das lohnen, aber dafür müssten wir wissen, wie das Wörterbuch verwendet wird. Werden zum Beispiel eher selten neue Einträge eingefügt, aber häufig nachgeschlagen, wäre die Sortierung vermutlich ein Gewinn. Denken wir noch einmal an eine Uni zurück, die in einem solchen Dictionary die Daten von Studierenden verwaltet. Da kämen vermutlich nur einmal pro Semester eine ganze Reihe neuer Einträge hinzu, aber den Rest des Semesters wird man nur Nachschlageoperationen haben. Da könnte es sich also lohnen, über entsprechende Verbesserungen nachzudenken. Das Kernproblem, das wir hier bei allen drei Methoden, Insert, Lookup und Remove, haben, ist, dass wir erst einmal das richtige Wort suchen müssen, also einen bestimmten Schlüssel in dem Array suchen müssen. Dafür müssen wir dieses Array von vorne bis hinten durchlaufen, weil wir eben keine Sortierung haben. Deshalb müssen wir Element für Element für Element angucken. Diese Schleifen, das hatten wir auch schon gesehen, brechen zum Teil früher ab, nämlich wenn der Schlüssel früh gefunden wird. Wir haben also keine feste Laufzeit, die wir hier angeben können, sondern die Laufzeit hängt gewissermaßen davon ab, ob wir Glück haben oder Pech haben. Wenn wir Pech haben, finden wir nämlich den richtigen Schlüssel erst im letzten oder vorletzten Element. Dann haben wir praktisch das gesamte Wörterbuch durchlaufen und 1 Million Einträge heißt eben 1 Million Vergleichsoperationen, die wir durchführen müssen. Wenn wir Glück haben, haben wir immer nur den Hirschen gesucht, wollten also immer ein Element, das ganz weit vorne steht, suchen, finden oder entfernen. Das wäre schon ein riesiger Zufall. Jetzt kann man sich auch überlegen, wie lange man denn so im Durchschnitt braucht. Dazu machen wir uns nächste Woche noch ein paar Gedanken. Das wollen wir in dieser Woche noch nicht angehen. Die Frage, die man sich jetzt aber stellen kann, und da kommen wir jetzt richtig in die Informatik hinein, genauer gesagt in das Themenfeld der Algorithmik, ist, ob es geeignete Algorithmen und Datenstrukturen gibt, mit denen man so etwas geschickter hinbekommt, als wir das jetzt gerade hier angestellt haben. Und da gibt es in diesem konkreten Fall 2 mögliche Strategien. Die eine besteht darin, dass wir eben anders, als wir es hier jetzt gerade gemacht haben, eben doch eine solche sortierte Liste pflegen und dann in dieser Liste geschickt suchen. Das hat gewisse Vorteile, es hat aber auch gewisse Nachteile und über die werden wir uns in der nächsten Woche Gedanken machen. Und das zweite, was wir machen können, ist, dass wir eine ganz andere Datenstruktur verwenden, die vielleicht in der Lage ist, die Vorteile zu nutzen und die Nachteile dennoch zu vermeiden. Sie wird auch kleine Nachteile haben, aber die Nachteile sind vielleicht so geringfügig, dass wir sie in Kauf nehmen. Einer der Nachteile wird insbesondere sein, dass die Implementierung erheblich komplizierter wird. Und das ist etwas, was wir uns in der nächsten Woche angucken wollen. Da wollen wir uns als krönenden Abschluss Gedanken dazu machen, wie man zum einen eben über Effizienz nachdenken kann und wie man zum anderen verschiedene Strategien verfolgen kann, um eine solche Datenstruktur effizienter hinzubekommen.
Damit sind wir mit dem abstrakten Datentyp Wörterbuch durch, einer Datenstruktur, die sehr flexibel einsetzbar ist, die sehr umfangreiche Anwendungen hat und eben nicht nur für Wörterbücher, sondern für alle möglichen Dinge, wo man etwas nachschlagen möchte, geeignet ist. Wir steigen in dieser Vorlesung noch nicht in das Thema der Datenbanken ein, das kommt erst im übernächsten Semester. Aber eine Datenhaltung mit Hilfe von solchen Schlüsselwertpaaren, wo wir nach einem Schlüssel suchen wollen und einen Wert dazu zurückgeliefert bekommen, wo wir einen Datenbestand dynamisch aufbauen können, indem wir neue Elemente hinzufügen können, wo wir Elemente entfernen können, lässt sich hiermit sehr gut umsetzen. Dazu brauchen wir, wie eben gesehen, drei Operationen, nämlich die drei Methoden, die wir eben für das Wörterbuch vorgesehen haben. Insert, Lookup und Remove. Man könnte sich noch eine Methode Update dazu vorstellen, um Einträge aktualisieren zu können. Und weil wir neugierig sind, haben wir auch noch eine zusätzliche Methode toString implementiert, um das ganze Wörterbuch auszugeben. Die muss man nicht unbedingt haben, wenn man das Wörterbuch vielleicht gar nicht als Ganzes ausgeben möchte. Aber wir haben das an dieser Stelle mal mit vorgesehen. Im Beispielcode zu dieser Vorlesung könnt ihr euch auch anschauen, wie das Ganze denn funktioniert und dass man mit diesem Wörterbuch durchaus arbeiten kann. Tschüss, bis zum nächsten Video.